Elsie und ich sind hier am neuen Tops of Cebu. Da ist das neue Parkhaus und da ist das neue Tops of Cebu. Das wird neu gebaut und wie immer in meinem Leben entscheidet genau heute mein jetzt 3 Jahre altes Gimbal-Stativ den Geist aufzugeben. Deswegen mache ich das jetzt handheld. Und es gibt einen Shuttle, aber wir müssen halt von hier erstmal da hochlaufen. Und dann zeige ich euch das neue Tops of Cebu. Das ist das neue Tops of Cebu Restaurant und das ist... Ihr seht im Hintergrund vielleicht auch schon die Skyline. Das ist also richtig hier groß gemacht und wegen der Aussicht kommt man halt hier hin. Da gibt es noch ein unteres Deck und der eigentliche Aussichtspunkt ist eben hier Tops. Da gehen wir jetzt hin. Im Hintergrund seht ihr, wie gesagt, die alte Struktur noch. Ja, die kleinen Rollen. Das war überdacht und das war im Prinzip die Area, die das alte Tops hatte. Und das neue Tops ist jetzt richtig gigantisch geworden. Dann seht ihr hier jetzt die neue Aussicht. Und eben Stufen, die runtergehen. Ja, und hier, das im Prinzip war die alte Begrenzung. Also hier hörte im Prinzip das alte Tops auf. Hallo Elsie. Und dann sieht man da hinten eben diese Stargate-ähnlichen Strukturen. Das war im Prinzip die Fläche des alten Tops und die Höhe und Größe. Und das neue Tops ist wirklich gigantisch geworden. Und ich denke mal, so wird das jetzt auch wirklich die Touristenattraktion hier. Denn man hat von hier aus eben gerade an klaren Tagen einen gigantischen Blick. Und auch das ist hier besser. Früher war hier nur so eine kleine Mauer, da hätte man auch runterspringen können. Und jetzt genießt einfach das Panorama hier. Heute ist wolkig und diesig, deswegen ist die Fernsicht nicht so gut. Im Hintergrund sieht man Bohol und die benachbarten Inseln. Ja, also da kann man wunderbar Mactan sehen. Da hinten ist die SMC Site mit Moostar und irgendwo da wohne ich dann auch. Jetzt haben wir es geschafft. Hier bei Bo's Coffee kann man nämlich raufgehen in den ersten Stock. Aber es gibt auch einen Zugang über die Toiletten, hat er uns gesagt. Aber hier ist ein bisschen ruhiger. Und hier kann man dann eben auch die Struktur von oben ein bisschen sehen. Und natürlich das Panorama. Und man kann später auch mal höher gehen. Das ist aber, wie ihr seht, noch im Bau. Der Laden wird später die beste Aussicht haben, weil die haben hier die Terrasse. Und wie man dann sehen kann, hast du von hier die gnadenlos beste Panoramasicht auf Cebu City. Und ich hatte eigentlich vor, dann hier von oben eben mein Video aufzunehmen, aber das hat nicht geklappt. Und in Zukunft werde ich dann Videos eben machen, wo ich dann rede und im Hintergrund habt ihr halt die Stadt hier, ja, dieses Panorama. Aber ich brauche natürlich Licht für mich, das heißt, ich muss ein Stativ mitnehmen. Eine LED-Lampe, die mich anstrahlt, damit ich besser ins rüberkomme. Und das sind alles die Dinge, warum ich dann eben vorher erstmal zu so Locations fahre, um zu sehen, was wird benötigt. Wenn es ein wenig verwackelt ist, liegt das eben am freihändigen Filmen. Und was ich dann auch wieder realisiert habe, bei 10-fach optischem Zoom muss man noch langsamer schwenken. Deswegen will ich auch noch mal hinkommen mit einem Tool, das automatisch eben so einen 360-Grad-Schwenk machen kann. Denn handgehalten wackelt es einfach zu stark.
zehnfach optischer Zoom bedeutet, dass eben jede kleinste Handbewegung auch zehnfach verstärkt wird. Und wenn es ein wenig blass aussieht, das liegt eben an der Diesigkeit. Ich könnte bei normalem Video jetzt mit Color Grading etwas nachhelfen, aber da das hier HDR-Aufnahmen sind und ich nur die kostenlose Version von Resolve verwende, habe ich dort leider noch keine HDR-Bearbeitungsfunktion. Dazu bräuchte ich halt $300, um mir die Vollversion zu kaufen. Und momentan muss ich einfach ein bisschen noch sparen, denn meine YouTube-Millionen sind erst in der Mache. You can see it. Yes. Hello, Papa. Tops macht auch jetzt auf Event, und als ich den Preis gesehen habe für diese ABBA Revival Show, dann habe ich mir doch überlegt, nee, das habe ich dann nicht übrig. Elsie meint zwar, es gibt genügend Reiche hier in Cebu, die sich sowas leisten, aber naja. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir sehen uns dann in den kommenden Videos. Tschüss!